Hallo und herzlich willkommen, da ist der Dachdecker Karl, Mahlzeit. Hallöchen. Was hast du denn da oben? Stürze nicht, du bist doch verwundet. So. Was? Ab jetzt auch. Okay. Ja, das übliche Problem. Ich wollte die erweiterte Schmiede herstellen, was hat er gesagt? Du meinst keine Tischbohrmaschine. Das ist natürlich super. Also, da haben wir natürlich noch gar nicht drauf geachtet, ne? Wir brauchen eine Tischbohrmaschine. Das ist super, ne? Dann müssen wir. Kann man die selbst bauen oder. Nee, kannst du nicht selber bauen, kannst du nur kaufen. Das ist. Ja, fantastisch. Super. Hast du. Bei Werkzeug hast du hier reingetan, meine Hacke, ne? Ja, sehr gut. Bei Werkzeug. Na gut, mach mal so, dann muss ich ja noch umbauen. Hatte ich keinen Holzhacker-Mod? Hatte ich nicht. Ja, schlecht. Unbedingt einen Holzhacker-Mod. Okay, ja, von mir aus können wir weitermachen. Wir brauchen eine Tischbohrmaschine. Das heißt, ab nach draußen. Ah, ich baue noch deinen Landeplatz hier aus, damit du nicht. Ich würde auch gerne hier ein bisschen das Dach weitermachen. Ja, wenn Sie wünschen, können Sie. Dann zieh du ruhig los, dann gucke ich, dass ich hier, weil ich kann eh nicht groß durch die Gegend mit dem gebrochenen Bein. Oh, da ist immer noch ein bisschen Part zu verarbeiten. So, losziehen alleine in diese furchtbare Welt. Diese grausame Welt, genau. Na gut, ich bastel noch ein paar Heuballen. Du für dich. Danke. Mhm. Weiß ich zu schätzen. Mhm. Ja. Zack, so. Ja, was ist denn jetzt beim Händler? Nee, kann ich noch Punkte Skill? Nee. Das ist super. Beim Händler, Wurmmaschine kaufen. Ja, da waren wir, da war keine. Habe ich eigentlich noch Skillpunkte? Jo. I don't know. Da fahre ich mal gerade. Bin mal weg. Bin weg. Ich fällt mich am Boden. Ne? Am Boden, nicht am. Ja, ja. Oh, ein Huhn. Komm her, du Huhn. Ich überfahren. Bleib stehen. Und? Wieder kein Ei drin. Leck mich doch. Gigigigigig. Ja, dann mach voran, komm. Zack. Gigigigig, hat sie gesagt. So. Tischbohrmaschine. Lalalala, Tischbohrmaschine. Zack. Hallo, mein Freund. Was hast du denn für mich? Eine Kuh Elsa hat er. Die will ich nicht. Holzkohlegrill. Der hat nur Shit. Der Kerl. Windungsbremse? Nee. Ah, oh, Munition. Haben wir jede Menge. Kaufen. Zack. Ein Vorhang oben, ein Vorhang unten. Wichtig. Ja. Eine Azalee. Ein Spind. Sofa, Fenster, was der alles hat. Ein Pinsel. Ja, behalten. Eine Pumpgun. Taco. Kunst des Bergbaus, Band Nummer 4. Hat sie das gekauft beim letzten Mal? Weißt du noch? Ich guck mal eben. Nee. Dann kauf ich dir das. Safe travels. Liebe Helm, schon wieder was. Ich bin ein edler Helm. Wie viel kostet das Buch? Das ist mein Geheimnis. Es wird ein Geschenk. Oh. Ja. Ein Großmut kennt heute keine Grenzen. Dann kaufen wir mal eine AK, 200 Schuss Munition.
Ja, wenn, würde ich sofort machen, wenn da war. Na gut. Ich sagte, mein Großmut kennt keine Grenzen, aber nicht mein Portemonnaie, leider. Das kennt sehr wohl Grenzen. Oh, was ist mit Bärbel? Immer noch im Keller. Oh ja, stimmt. Muss das Ding sein? Ach da. Bushaltestelle sieht man so schlecht. Da haben wir noch gar keinen Deckel. Wir hatten noch einen Deckel gebaut, oder nicht? Hallo, Tante. Zeig mir deine Gaben. Fischbohrmaschine. Eimer. Eimer kann ich kaufen. Kann ich solchen Eimer kaufen? Ne, kann ich aber herstellen. Geizig. Eine Chemiestation könnte man kaufen. Und wie viel? 6.800. Hätten wir? Ja, hättest du. Ich kann mir nicht leisten. Ich bin pleite, sehe ich gerade. 200 D-Mark habe ich. Ist leider nicht so viel. Vor allen Dingen wichtig für die Tischbohrmaschine, aber könnten wir ja schnell zusammenschrauben, wenn wir eine finden würden. Oh, ja. Ein Robotergeschütz. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das muss ich kaufen. Ich muss schrauben gehen. Schrauben? Maybe next time I'll have what maybe you next need. Time. Ja, maybe next time. Gib mir mal irgendeinen billigen Quest. Einen, der nah ist. 800 Meter. Doofe Kuh. Dann gehe ich zum nebenan. Er hat bestimmt einen besseren auf. Also, ich muss 8000 zusammenkratzen. Okay. Ja, die Chemiestation will wir kaufen. Wenn wir keinen Messbecher haben, ne, ist 8000 günstig. Ich habe 12.500 habe ich in der Tasche. Soll ich vorbeikommen? Ja, du bist doch da, du wolltest doch nicht durch die Gegend latschen mit deinem. Ja, eben was kaufen kann, können wir ja schnell machen, ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, ob der bei dir das hat. Also ich fahr zum nächsten hin, dann guck. Achso, okay. Na, Auftrag können wir ja auch an für sich machen. Sonst bringe ich dir das Geld gleich zumindest. Kommt wir angelaufen. Hallo? Hey. Chantal. Jute Chantal, habe ich einen vor die Mütze gehauen. Hä? Da. Oh, da könnte noch einer angelatscht. Habe ich gerade gesehen, der Kleine. Das Hausi, ne? Ah, schreist du, wa? Stirb! Ja. So. Fantastico. Aber stimmt. So. Mal gucken. Oh, ich kann dir eine Quest annehmen und dann kommst du mit, wenn ich die geteilt habe. Fertig. Was hat der denn hier? Schweineteuren Kram. Das kann kein Mensch bezahlen. Ist nix. Eine Zigarre! Zigarre ist auch. Very good. Bisschen stärker. Muss man auch an sich kaufen. Und eine 2er AK. Oh mein Gott. Wir müssen questen. Ich brauche Geld. Geld! Das ist eine blöde Clown, haben wir? Nee, das haben wir schon gesehen. Tischbohrmaschine hat sie keine. Nee, wir müssen unbedingt questen. Don't let a zombie dog bite you in the ass on your way out. Nein, ich lasse keinen Zombie dog in den Arsch beißen. We'll take care of it for you. Abholquest. 76 Meter. Das nehme ich. I would okay. Zack. Be careful and try not to get yourself killed. Nee, alles gut. Zack, teilen. Upp, da kommt ein Quest. Lass uns den mal flott erledigen. Ja, ich nehme den sofort an. Zack. Ein Fahrrad. Da drüben. Geh da schon mal hin. Ich denke schon. Ach, das ist ein blöder Bauernhof. Ich glaube, da waren wir auch schon auf dem Bauernhof. Haben wir schon gestänkert. Ne, haben wir nicht. Das ist nämlich alles voll noch voll Blümchen. Blümchen. Ah ja, du hast Farmleben ein höher geskillt, ne? Das bedeutet, ich pflück den Kram nicht. Du pflücken. Ja.
Ah, aber hier ist was zu brauchen, wisst ihr? Da ist was. Rück raus, wir brauchen viel, 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 jede Menge. Das war aber wenig. Oh, oh, eine Schlange, Klapperschlange. Wo ist die Sau? Na, Kutze. Hat sich ausgeklappert. Wer wirkt eine Klapperschlange, bis ihre Klapper schlapper geht? Ah. Nee, nee, ich hab mit dem Baseballkeule draufgehauen. Das ist gar nicht so einfach. Triffst du nicht, meinst du nicht. Blöde Schlange. Irgendwo knurrte einer. Wo denn? Ah. Ah, das ist noch eine Schlange. Beiß doch den Dicken in Bein. Treff die scheiß Schlange nicht. Nein, hau ab. Du beißt wie... Jetzt hab ich sie erlegt. Beine Schlange. So. Ich harre eurer. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Ich springe auf die Heuballen und brech mir wieder das Bein. Ja, im Moment darfst du nicht mehr springen. Dann musst du den Fußweg nehmen. Das ist natürlich doof. Ich glaube, scheiße. Hätte ich auch vorher sagen können. Wenn man, ja, okay, sorry, habe ich nicht dran gedacht. Nee, kein Problem. Also, wenn man schon das Bein gebrochen hat, darfst du überhaupt nicht mehr springen. Und schon gar nicht so da fliegendes Suizidkommando von oben runter, das mag er dann gar nicht. Na gut. Jo, eine Axt gefunden. Kann man auch verkaufen im Notfall. Weg mit dem Ding. Alles abgeschraubt. Werkzeugkasten. Naja, was ist drin? Messbecher. Nein. Verdammt. Wollen uns keinen Messbecher geben. Klebeband auch gut. Hier höre ich jetzt rumdrehen. Hier muss der Helm. Was denn du? Was denn? Ich bin gerade mit dem Fahrrad geflogen. Bist du über den Stein geflogen? Auf die Füße! Ah, da kannst du brüllen. Eine Gnade. Oh, die hat jede Menge zu essen mitgebracht. Danke. Nee, draußen vor der Tür sind die Strohhalme zum Eindraffen. Hier bin ich gleich, dann können wir gleich starten. Bin ich runtergefallen. Kuckuck. Kuckuck. Hüpf. Nee, so schnell bin ich nicht fertig. Ihr könnt noch wieder angeladen. Oh, yeah. Ah! Meine Buckel. Hört noch jemand latschen da draußen? Ja, ich bin hier draußen gerade. Achso, du bist das, der da latschen ist? Okay. Ich wollte dich nur vorwarnen, falls da jemand kommt. Okay. Haben wir hier noch? Heidelbeeren. Heidelbeeren. Peeren und Pestchen. Oh je, jetzt muss ich hier lang kriechen. Ich sehe dich. Na, 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 na. Eine dicke Mutti sehe ich auch. Die ist schlecht versteckt. Die war hot, die Tante. Extrem hot. Hat gebrannt.
Oh, ich habe eine Fackel. Ich habe Schönes für dich gefunden. Du wirst sehr begeistert sein. Lalalala. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den schraube ich noch ab. Damit alles abgeschraubt. Ah, Schweinegeier. Nein, nein, oje. Geht's? Liegen bleiben! Schweinegeier, er bewegt sich. Oh, an für sich habe ich alles. Kann ich hier runterhüpfen? Ja, wenn ich auf Geländer springe und dann da drauf springe. Höp, höp, höp. Was ist der? So geht er. Hopp. Und hopp. Lalala. Ich komme weg. Da, du. Alter. Aber dann sind die keine Schweinchen. Keine Schweinchen da gewesen? Nee, bislang nicht. Na, warte, ich muss mal hier reinhacken. Machen wir hier ein Loch ein. Ah, ich muss einen Kaffee trinken. Keine Ausdauer mehr. Zack. Bam! War da irgendwas drin in dem Ding? Wurde mir immer wieder gesagt, da ist eine Kiste. Ich sehe eine Kiste. Yeah, ich habe eine Kiste gefunden. Versteckt. Eine versiegelte Kiste. Und was ist drin? Sessel, pass auf. Nee. Sehr gut. War gar nicht schlecht. Kletter ich die Leiter hoch? Lalalala. Oh, ich habe Angst. Die Leiter wird gleich abbrechen. Rumpeln. Kann ich springen? Nee, ich mal springen lieber nicht. Komm runter. Hep. So. Keine Schweine gewesen hier. Blöde Schweinefarm ohne Schweine. So, wo bist du? Beim Nachbar ernten. Ja. Achso, okay. Dann kann ich. Oh nee, du musst hier rüberkommen. Das kann ich nicht annehmen. Aber du willst jetzt schon Mais ohne Ende haben. Noch ein bisschen was? Ja, glaube ich dir. Nee, ist tatsächlich nicht so riesig viel. 16 Stück erst. 16 Stück ist nicht so viel, ne? Hätte ich nicht gedacht. Kommen Sie, kommen Sie. Eilen Sie. Ah, er kann ja, nicht ich eilen. Ich kann nicht rennen, ich darf nicht rennen. Kommt da angeschlichen. Hier, ich habe eingeschenkt. 2 Stück. Okay. Einmal ein Bauplan für eine Mischmaschine. Mintmischer? Ja. Habe ich doch schon gelernt, glaube ich. Hast du mir, glaube ich, beim letzten Mal schon einmal gegeben. Okay, dann eben nicht. Aber hier, was speziell für den Karl. Guck mal. Ein Flanellhemd. Yeah. In Karo. Ein wunderbar prächtiges. Achso, sieht man gar nicht. Leider nein. Oi! Ein edlen Pink. Wunderschön. Okay, los, komm. Dann dachten wir hier. Und da haben wir gerade eingekrochen. Eben noch 2 Äpfel essen, solange ich das noch kann. Ja, ich kann nicht. Zack. Los geht's. Sofort schrauben. Pass auf, wir sind auch Schlangen, ne? Oh, da kommt jemand hinter dir. Da muss man erstmal her. Verstorbene Mutter. Verstorben? Du hast nachgeholfen. Oh, hier ist ein Schwein. Nein, keine Munition. Was ist da? Ein Schwein. Oh, ich komm gleich. Bin eingesperrt. Schwein ist doch nicht schlimm. Ich bin auf dem Kopf. Kuckuck. Au! Was gibt's denn da zu lachen? Also. Blöde Schwein hat mich gebissen. Aber ich hab ja auch großkotzig gesagt, ist ja nicht schlimm, ne? Mit dem Schwein. Was ist das denn? Ui, Stahlschaufel.
Stahlschaufel. Eine Stahlschaufel ist sehr gut. Ne? Und soll ich das zerlegen? Was ist das hier? Motorwerkzeugteile. Motorwerkzeugteile, die brauchen wir. Wenn wir irgendwann mal zufälligerweise einen Bauplan für die Kettensäge finden, dann können wir den herstellen. Sehr geil. Ist das schon? Ah, da nee, ich wollte da nicht aufspringen. Achso, okay. Dann, ich gehe nach oben, du flügst unten oder was? Oh, musst aufpassen, darfst jetzt nicht zum Nachbarngelände, ne? Sonst, Achso, Oh, da kommt ja jemand nach unten geflogen. Musst du die verarbeiten? Ja. Der Rocker kam auch nach unten. Er wollte nicht mit mir spielen. Zack, zack, wunderbar. Auf den Kopf. Rogge. Wollt's Ananas machen? Wenn einer Ananas macht, dann bin ich das. Hau dir die Kartoffel vom Hals, du Ranne. Ja. So. Bisschen Lampe. 3 Mark. Oh. Wie überaus großzügig. Ah, nee. Oh, noch ein Buch. Sehr schön. In so einem Spielzweckwagen heißt es. Ach du Scheiße, 3 Batterien. Oh, und ich habe eine 3er Baseballkeule gefunden. Kannst du haben, wenn du willst. Ach, ich meine, ist auf Stufe 3. Dann ist Stufe 3. Mhm. Danke, aber. Ich weiß, geh weg. Ah, ist schon doof. Ab. Mutti, hast du dabei? Ab. Sehr gut. Zack. Ding. So, okay. Haben wir alles geschafft? Nee, drin bleiben, sagt er. Okay. Vorräte suchen. Ach, wir müssen hier eine Kiste finden. Toll. Die Tasche. Wo ist meine Tasche? Ich könnte das ja auch alles mitschleppen, wenn ich nicht so faul wäre. Doch scheiße, ich habe die Quest gar nicht angenommen, ich Idiot. Nein! Ah. Ja, das ist natürlich doof. Deswegen wird mir auch gar nichts angezeigt. War natürlich nicht gut. Ja. Quest vergessen anzunehmen. Ich hab's aber geteilt. Ja, ich weiß. Hast du sogar noch gesagt, ich erinnere mich dran. Ja, ich brauche noch. Ja. Und, wo ist denn der Händler? Der Händler ist hier 70 Meter entfernt. Wenn du willst, kannst du ja schon mal dahin gucken, ob er auch den Kram verkauft. Mhm. Nur dann gebe ich dir das Geld, weil du kriegst billiger die Sachen. Achso, dann komme ich jetzt. Ich bin jetzt da. Bin fertig. Aber fertig. Ah, da habe ich noch nicht. Auch. Verdammt. Da ist noch eine. Hehe. War eine entdeckt. Zack. Wunderbar. So. Hinaus. Wo ist der Händler? Wo ist der? Da. Einmal. Nein. Ich will. Nee. Hier unten. Oh. Oh! Ach, Alarm! Alarm! Die eine kommt schon zu dir. Heiliger Strohsack. Hahaha! Dem habe ich einen gescheppert, der ist geflogen. Was ist der? Oh!
hüpfen die denn? Da hinten stehen noch ein paar. Ja, ich geh die holen. Oh, ihr Penner. Brenne, brenne, du Hund. Ja, du willst sterben. Noch einer rennt aus Slalom, die versuchen zu umkreisen. Mein Gott, was der vertragen kann jetzt. Immer noch nicht tot. Sag mal. Kommt noch einer. Links. Der versucht dich zu verarschen. Ah! Was ist das denn? Kommt die denn her? Was ist sie? Am. Ich sterbe. Ja. Ja. Überall mal auf den Kopf hauen. Er hat keinen Kopf mehr. Mist. Was ist Mist? Was? Ich hab hier noch einen Zombie gehört. Ja, wenn ich den auf den Kopf hau, wenn die tot sind, also, dann mögen die nicht. Dann beschweren sich trotzdem. Auch wenn sie keinen Kopf mehr haben. Da. Hey, die. Ab. Ja, hurra. Hast du nicht so gerne? Ne? Manchmal verschwinden die nämlich bei einem Schlag auf die Rübe. Ja. Aber wir sind sowieso da. Die Tankstelle ist hier. Sag so. Ja, Graf de Monet, dann spuckt die Moneten aus. Ja, zack. Zack. Nein, ich bin fort, ich überhole. Denke zu, Mist. Bleib stehen. Warum? You are quite the daring adventurer. Ja, good job. Ich. So, habe ich dein Inventar gesehen. Dürfen wir raufgehen, betrachten. Warum fuchtelst du da rum im Hintergrund? Leichte Schläge auf den Hinterkopf. Ach so. So, jetzt kaufen wir die Zigarre, kaufe ich. Zigarre für den lieben Helm. Von deinem Game selbstverständlich. Die 2 AK. Ich kaufe sie besser, oder? Ja. 2 AK und was habe ich noch gesagt? Die Chemietisch. Oh, da hinten ist ein Drop. Da fahre ich mal eben hin. Da ist ein Drop? Echt? Ja, dann fahren sie. Oh, wo ist der fucking Chemietisch? Will die mich verarschen? Der war doch eben ein Chemietisch zu kaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, beim Nachbarn. Bei der. Well, you just brightened my day. Ja. I'm glad I could help you. Du mich auch. So. Ja, okay, Leute, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wir müssen hier wieder einen Break machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, ich hoffe, wir fahren noch zum nächsten Mal. Messbecher! Yay, Messbecher! Laola! 2 Stück. Wie viel? 2 Stück direkt. 2 Stück? Dann brauchen wir die Chemiestation gar nicht mehr kaufen. Können wir sie selber bauen. Fantastisch. Ist zum Abschluss. Ja. Sehr gut. Perfekt. Kohle gespart. Genau im richtigen Moment. Nein, jetzt habe ich sie zerlegt. Ach, Quatsch. Hast du doch nicht zerlegt? Nein, war ein Spaß. Jawohl. Ach, Quatsch. Ich hab nicht geglaubt. Nee. Das konnte ich nicht glauben. Unglaublich. Nee. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Tschüss.